Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Wir versuchen das hier. Ich mag diese Strecke sowieso. Jeder Tower ist erlaubt, aber nur 65 Leben. Na, dann schauen wir mal, was wir da draus machen, ne? Sollten wir ihn kriegen, denke ich. Wir nehmen das hier. So, ein bisschen vergrößern. Und los geht's, Runde 1. Runde 2. Da können wir gleich bis Runde 10 durchraschen, würde ich mal behaupten. Bisschen stärkere Nägeln und zack, zack geht's hier eigentlich ab. Dürfte nichts passieren, nichts Großartiges. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Kann man wirklich schön durchraschen. Ich will so einen Bananendingsbums kaufen für Kohle. Je früher wir das kaufen, desto besser, ne? Runde 8. Vielleicht geht es sich nach der Runde aus. Ja, es geht sich sogar sicher nach der Runde aus. Oh, gleich geht's. Und wir können es uns leisten. Wo setzen wir die hin? Wo ist am praktischsten? Am besten irgendwo am Rand. Hier. So, da. Runde 9. Wie viel braucht man eigentlich hier fürs Update? Oh, das geht ja gleich. So, wie viel macht ihr eigentlich hier? Jetzt muss ich mal schauen. Steht nicht da, ne? 6 statt 4, das nehmen wir gleich, das Update. Runde 10. Kommen hier nur diese roten? Ich habe noch gar nichts anderes gesehen. Das ist doch komisch. Das kann ja nicht sein, Leute, dass nur diese roten hier kommen. Komisch. Schon komisch, oder nicht? Wir werden den jetzt mal updaten hier. So, dass er ein bisschen mehr rauspfeffert. Also, das ist eine komische Herausforderung. Wenn das so weitergeht, wo ist dann die Herausforderung? Nur diese paar roten hier, die machen das Kraut jetzt nicht fett. Also... irgendwie sehr komisch gerade. Es sind 50 Runden. Ist wirklich komisch. Na, ich bin neugierig, welche Überraschung da noch kommt, weil nur mit diesen roten, das ist wirklich komisch. Also da locken sie niemand vom Ofen hervor. Komische Herausforderung. Weiter geht's. So, jetzt kriegen wir mehr Bananen. Was bedeutet mehr Kohle? Jetzt kommen andere. Ich denke mir's doch die ganze Zeit. Und dann auf einmal diese Ratten, ne? So, aber durchgehen werdet ihr auch nicht, ne? Ich wehr mich mit Stacheln. Ha, ha, ha. So. Bisschen Range. Hey, was ist hier los? Achso, okay. Gut. Weiter geht's. Runde 16. So.
einmal Stacheln hier. Also ich würde sagen, wir nehmen einen Sniper, der da oben gemütlich pfeffert. Dann brauchen wir die Stacheln nicht mehr kaufen und es haut alles hin, ne? Runde 18. Aber jetzt muss ich schon was für ein Common Flag Update kaufen. Machen wir langsam hier. So, Common Flag schießt er ab, der Sniper, das passt. Und los geht's, Runde 19. Ich lasse den Sniper immer auf den ersten schießen. Nicht auf den stärksten dieses Mal. Oder, nee, Leute, umgekehrt. Der soll auf den stärksten gehen, das ist besser. Tja, dann müssen wir wechseln auf den ersten. So, und jetzt wieder auf den stärksten. Wir brauchen langsam einen neuen Tower. Wir werden den Glue Gunner nehmen am besten. Und zwar ganz am Anfang, Glenn. Glue Gunner hier hin. Da ist er am effektivsten, würde ich sagen. Los geht's! Runde 23. Common Flag kommt, glaube ich. Oder? Ne, der ist schon weg. Hat der Sniper abgeknallt. So, Flächendamage für den Glue Gunner. Runde 25. Ist ein bisschen komisch, diese Herausforderung. Also bis jetzt komme ich noch gut klar, muss ich sagen. Jo. Wir werden das dann hier updaten. Dass wir ein bisschen mehr Kohle kriegen. Runde 27. Runde 28. Wie viel brauche ich hier nochmal? Ah, geht sie schon aus. Alles klar. Runde 29. So. Es geht sich auch aus. Als nächstes wird das hier abgedatet. Für noch mehr Kohle. Wir brauchen hier diese Dinger da. Runde 30. Gegen Common Flax muss ich mir was nehmen. Ganz wichtig. Vielleicht Monkey Village hier, ha? Huh? Dass die auf Common Flax gehen, das wäre sonst nämlich blöd, wenn die das nicht machen. Oder die Spike Factory, ne? So wie immer praktisch, ne? Gut, schauen wir mal, was kommt. Okay, okay, okay. Alles klar. Noch nicht leistbar. Aber gleich kriegen wir dicke Kohle. So, gleich, 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 gleich. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern. 3, 4 brauchen wir nur. Zack, wir haben's. Und mehr Kohle ist drin. So, jetzt kriegen wir 30. Und dann gleich die Spike Factory. Bevor wir nur irgendwas anderes bauen, damit diese Common Flax dann immer durch können. Ne? Wir können sie uns leisten. Und zwar werden wir die hier hin. So als letzten Ausweg sozusagen, ne? So, und jetzt haben wir wieder Kohle sammeln. Runde 33 haben wir. Von Runde 50. Gegen einen Boss müssen wir auch noch was kaufen. Ich würde sagen,
ein Super Monkey eventuell. Mal der Boss, der wird ein bisschen ungut werden und der kommt bald. Runde 35. Oh, 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 oh. Oh, sofort da das updaten. Ja, mein Kluganer macht es schon. Das ist ein guter Kluganer. Runde 36. Kluganer sind echt göttlich, Leute. So, 12.000 könnte ich hier noch investieren, dann kriege ich was? 10 Boxen mit 200, das heißt 2.000 pro Ding. Und was kriege ich jetzt? 25 mal 30. Das heißt, 250 kriege ich mehr, wenn ich 10.000 investiere. Hm, nicht sehr wirklich prickelnd. Also das lassen wir hier. Sammeln wir mal ein bisschen Kohle und schauen, was wir dann machen. Ja, gegen einen Boss müssen wir jetzt auf jeden Fall dann was kaufen. Ne? Ja, gute Kohle kriegen wir zusammen. Das ist jetzt nicht das Problem. Die sind auch nicht das Problem, die gehen in die Spite Factory rein, das ist soweit überhaupt kein Problem. Die kommen nicht weit. Runde 38. Das sieht wild aus, aber ich glaube, die Spike Factory, die wird das schon regeln. Oh, 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 oh. So, wir werden den jetzt hier updaten. Ich habe da keinen Bock, dass da was durchkommt. So, Runde 39. Das werden wir auch updaten. So, dann geht es eine Spur leichter hier. Was können wir noch machen? Den Sniper hier updaten. So. Der soll immer auf den Stärksten schießen, so ist er eingestellt, das passt. Ja, der Einzige, was jetzt nur ein Problem bereitet, ist dieser Boss. Und sonst müsste es eigentlich gehen. Der müsste jetzt aber dann gleich kommen, eigentlich. Ja, oh, ein Boss, hallo, guten Morgen. Super Monkey. Und noch mit erweiterter Range. Och du Scheiße, ich dachte ein Boss kommt da. Leute, wollt ihr mich rollen? Ja, das wird natürlich jetzt nichts. Die werden durchraschen wie sonst was hier. Okay, okay, wir werden es nochmal probieren. Jetzt wissen wir, wo das Problem liegt in Level 40. Das ist kein Problem. Das werden wir gut lösen. Wir fangen auch mit der Spike Factory gleich an. Andere Strategie, Leute. So, Runde 1. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.